So, da bin ich ja mal gespannt, ob es jetzt gerade bei euch 10 Uhr ist oder 15 Uhr. Junge, das ist das spontanste und knappeste Video, was ich glaube ich jemals gemacht habe. Ich zeig's euch. Wir haben es gerade kurz vor 7 Uhr und es ist tatsächlich heute der Sonntag, der 14. April, Junge. Und dieses Video muss bis 10 Uhr bei euch auf dem Tisch liegen. Ja, fürs Frühstück. Ich habe eigentlich ein Video, das ist alles schon eingestellt. Also die Videos für die nächsten 7 Tage sind schon fertig und hochgeladen. Aber ich wollte, dass dieses Video heute kommt. Weil der Jute, jetzt habe ich den Namen vergessen, hat mich im Discord hier gestern gesagt, er möchte gerne ein Auto sehen. Wer war das denn hier? Bruce Wayne. Okay, geiler Name, Junge. Bruce Wayne hat sich gewünscht, da kannst du direkt eine Folge zum Raptor Air aufnehmen. Für morgen. Und ich habe gesagt, Junge, die scheiße Karre will doch eh keiner sehen. Aber ich glaube, er wünscht sich das von ganzem Herzen. Deswegen machen wir das heute, ja? Ich bin gerade aufgestanden, Junge. Ich habe jetzt hier, ne? 6 Uhr bin ich aufgestanden, Junge. Habt ihr bei Instagram gesehen? Und was habe ich gegessen? Ein schönes. Schön der Spargel vom Bauer, Junge. Mein Papa hat ihn auch vorbeigebracht, Junge. Ich war nicht mal duschen. Ich sehe aus wie ein Penner, ich war nicht mal duschen. Mein T-Shirt ist zerknittert. Das ist auch der allererste Kopf, den ich jetzt rauche. Ich habe noch nicht mal ein Monster getrunken, gar nichts. Also, falls das Video jetzt einen schlechten Schnitt haben sollte, dann Verzeihung. Ich habe nämlich keine Zeit. Aber okay. Bruce Wayne, hier ist dein Video. Viel Spaß. Oh, fast vergessen. Es ist ja jetzt bei euch morgens 10 Uhr auf dem Sonntag. Abfahrt, Junge, hol dein Schokobrötchen raus und rein. Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Forza Horizon 5 Video. Und ich dachte, wir gehen heute mal gemeinsam ins Game rein. Also wir gucken uns heute den neuen Ford Raptor Air irgendwas schieß mich tot an, von Baujahr, keine Ahnung was. Und ich dachte, wir gehen da gemeinsam rein, damit wir eben mal gucken können, ob da jetzt vielleicht irgendeine Ansage kommt noch, weil da würde mich auch mal interessieren. Das ist nämlich ein Auto, was man nicht direkt freispielen konnte. Das musste die komplette Community freispielen. Geschafft haben wir es. So, und hier sehen wir, dass man hier zwei tolle Autos erspielen kann. Und der Ford Mustang ist sogar fast fertig, Leute. Also gib mal ein bisschen Gas hier, Junge. Und da sehen wir auch, hier Offroad ist der Ford Raptor Air schon ready. Ich habe keine Ahnung, wie man den jetzt abholt. So auf jeden Fall nicht. Sichere dir deinen Preis in der Nachrichtenzentrale. Junge, da steht sogar. Perfekt, schön behindertengerecht gemacht. Damit komme ich auch damit klar. Optimal. Jetzt musst du halt nur noch rausfinden, wo die Nachrichtenzentrale ist. Boom. Er passt nicht mal ganz ins Bild, der Fettsack. Ich auch nicht. Oh, guck mal hier. Wir haben uns doch nie einen Ford Raptor angeguckt in Forza. Ich glaube, wir haben uns sogar. Leute, jetzt mal Real Talk. Für die ganz Aktiven hier. Haben wir uns schon mal überhaupt in irgendeinem Spiel einen Ford Raptor angeguckt? Ich glaube, das haben wir nicht gemacht. Raptor. Da steht nicht Raptor R, sondern Raptor. Aha. So, R steht für Race. Deswegen machen wir daraus auf jeden Fall ein schönes Rennauto, Junge. Kein Offroad-Wagen. Und hier steht auch nochmal Supercharged V8. Geil. Meine Fresse, ein 2023er Baujahr und das ist sogar ein V8. Mach mal die Luke auf hier, Junge. Alter, das ist halt hoch, ne? Boah. Ich habe auch noch nie in Real Life vor so einem Auto gestanden, ne? Ja, doch, ja, aber das ist so lange her. Ich weiß, das ist so lange her. Ich weiß ja nicht mal, was ich gestern gegessen habe, Alter. Wie soll ich mich dann daran erinnern? Aber was ich mega cool finde, ist diese geile, orangene. Ja, ist ja keine ganze Leiste, aber diese ganzen LEDs hier alle in Orange vorne, ne? Das ist geil. Geht das so in Deutschland? Eigentlich nicht, ne? Nach vorne darf nur weiß abstrahlen, glaube ich. Raptor. Ach, da steht Tor. Ich dachte Ter. Raptor. Und hier haben wir auch so eine Schuppenflechte-Folie vom Dinosaurier drauf oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls sieht es geil aus. Das wäre jetzt geil, wenn man hier draufklettern könnte, ne? Junge, dann hätte ich die Leute abgefeiert hier bei Forza. Ach, schade. Ach so, wir haben hier mit Family Cap oder was? Kein Zweisitzer. Family Cap, Alter. Oder wie die Scheiße auch immer heißt. Habe ich mir gerade selber ausgedacht. Ja, es hat ein bisschen was von dem LKW, aber irgendwie ist es ja auch sowas, ne? Ich verstehe den Boden hier nicht. Warum hat der so eine komische Musterung? Oder es hat so eine Gummimatte, die drüber liegt. Aber guck mal, was geil ist. Wir haben hier sogar da Belüftung. Dieser Knopf da sieht auch aus, als wäre es noch Sitzheizung. Junge, Sitzheizung. Also wenn du Sitzheizung hinten, wenn du in deinem Auto Sitzheizung hinten, hinter dir, in deinem Auto Sitzheizung hinten, wenn du das hast, dann hast du es geschafft. Oh, Neuwagen und die Tür quietscht. Das ist schon mal kein gutes Zeichen hier. Es hat die Ami-Verarbeitung. Ich mach das mal lauter für euch. Pass auf. Als hätte deine Oma gerade die Tür aufgemacht. Nachts und geht jetzt pinkeln, ne? So, da sind wir in der Plastikbude hier. Warte mal, machen wir den Eumel mal zu. Du steigst jetzt nicht aus, du machst die Tür hier zu, Junge. Mach die Tür zu. Es geht nicht, ne? Ach so, ich hab die. Also, ja, ist meine Schuld. Es hat echt was von einem Hammer, Alter. Ich hab mir noch nie. Das habe ich wirklich noch nie gemacht. Ich habe mir noch nie einen Ford Raptor jetzt hier von innen angeguckt. Erstmal, ne?
allererste Mal. Und wir haben auch leider nicht viel Zeit, wir müssen uns echt krass beeilen. Aber das sieht echt geil aus, Mann. Es ist halt alles richtig rustikal, richtig fett, richtig kantig, richtig eckig. Und es ist wie in einem Panzer irgendwie. Die Knöpfe da oben sehen irgendwie merkwürdig aus. Hätte man lieber da drunter machen können, finde ich. Aber was wir auch schon hier sehen, selbst das Ding hat einen Digitaltacho, ne? Komplett. Ja, komm, wir haben keine Zeit. Raus, ist geil, geil. Hier ist übrigens auch Carbon, habt ihr gesehen? Da ist noch Carbon. Nice. Und ja, Raptor Air, what auch immer. R steht für mich für Race, Junge. Und deswegen machen wir daraus eine Race-Karriere. Also kommen da erstmal diese fetten Latschen darunter, wenn das überhaupt geht. Boah, das ist cool, ne? Wir können hier den Querschnitt sogar beeinflussen. Boah, du kannst daraus ja was richtig... Oh mein Gott. Ich hätte schon Bock, auch ein Offroad-Monster zu bauen, muss ich ehrlich sagen, ne? Aber wir haben nie keine Zeit für zwei Fahrzeuge, Leute. Das geht nicht. Wir müssen hier uns für was entscheiden. Wir machen einen Race. Da müssten jetzt normalerweise schöne 26 Zoll Felgen drauf, aber da werden wir eh nicht kriegen. Oh, wir haben Teile, Alter. Ah, okay, wir gehen hier mal schnell durch. Ja, es sind alles Offroad-Teile, ne? Ey, aber das kannst du trotzdem machen. Es soll zwar ein Race-Ding sein, ne, aber ich finde, das kann man aber trotzdem machen, oder nicht? Heckspoiler! Der schöne Standard-Vorsatz-Spoiler hinten drauf. Nee, hoffentlich nicht, ne. Ne, hier haben wir einen schönen Aufbau. Könnt ihr das sehen? Boah, der sieht geil aus, der Aufbau. Junge. Aber wir müssen irgendwas, das darf nicht zu Offroad-mäßig sein. Das ist natürlich, ist es ja überhaupt nicht Offroad-mäßig. Oh, hier, yeah, Campingausflug, Junge. Das ist geil. Aber ich würde sogar wirklich sagen, wir den einfach so lassen. Was gibt's denn hier noch unten? Standard ist schon geil. Das ist auf jeden Fall Offroad. Ey, da sind noch Lampen drin, das ist geil. Da sind noch andere Lampen drin und die haben so einen bösen Blick, Alter. Guck mal, bin immer auf die Farbe gespannt. Pass auf, wir machen erstmal einen ganz anderen Krempel hier, ne? Das heißt, wir nehmen erstmal fette Bremsen. Dann hauen wir das Ding tief. Geht nicht, perfekt. Wir nehmen Stabis rein. Ja, das können wir nehmen. Alter, habe ich einen Uhu vor der Tür oder was? Ja, habe ich. Also nicht der Kleber, sondern das Tier, ne? Wie heißt das nochmal? Eule, so. Abspecken, was wiegt der überhaupt? Ey, was haben wir überhaupt für eine Leistung, Leute? Was schätzt ihr, was haben wir für eine Leistung? Schreibt es aber jetzt in die Kommentare. Ich trinke einen Schluck hier an der Stelle. Wird gerade doch aufgemacht. Also, wir haben 710 PS, Digga, richtig krank. Allerdings wiegt die Scheißkarre auch mal eben fast 3 Tonnen. Ja, LKW-Führerschein incoming. Wir ziehen dem zwar 650 Kilo ab, aber er ist immer noch schwer. Er wiegt immer noch 2,2 Tonnen. Cool. Ich überlege, ob wir das Fahrwerk trotzdem nehmen müssen und dass wir das einstellen können. Vielleicht kann man das aber auch einstellen, deswegen nehmen wir erstmal nichts. So, hier nehmen wir auf jeden Fall eine fette Kupplung. Ja, Renngetriebe, weil der hat wahrscheinlich irgendwie so 9 oder 10 Gänge, ne? Deswegen nehmen wir mal hier 6 Gang. Ich liebe 6 Gang, Digga. Beste Leben. So, wir machen schon mal ein bisschen ein paar Zoll größer hier, ne? Von 17 auf 21. Hier nehmen wir aber auch Semi-Slick, oder? Ja, kommt eigentlich drauf an, was wir da jetzt für Leistung bekommen, ne? Wir nehmen erstmal ein Semi und dann gucken wir nochmal. Reifenbreite, wir haben 305er, 45 vor, ne? Was geht hinten noch? Ja, dasselbe, ne? Ist ja Allrad, logisch. Frage ich denn überhaupt? Felgen gucke ich gleich. Wir nehmen das erstmal mit in die Ehe mit, ne? So. So, jetzt gucken wir mal. Kann man das Standardding einstellen? Kann man nicht, also müssen wir ein Offroad-Getriebe nehmen. Perfekt. So, Leistung kommt natürlich gleich noch rein, aber wir stellen das schon mal eben ein hier. Und zwar machen wir hier minus 1, dann machen wir hier 0,5. Spur lassen wir mal so, das machen wir mal hier auf 6. Und dann machen wir bei den Stabbis. Ja, da geben wir ja schon mal so ein bisschen mehr. Ich würde eigentlich jetzt so 15 machen, wir machen mal 20. Wir machen 20,2 und 19,2. Hier machen wir 470. Oder nee, warte mal. Wir machen 570. Hier machen wir 820 so grob. So, jetzt legen wir die Scheiße etwas tiefer, Junge. Wenn wir fangen mal hier von 40. Oh, das sind auch nur 5 cm. Es ist viel, das wird bestimmt geil aussehen, aber es sind trotzdem nur 5 cm. Schade. Die Werte, die ich hier eintrage, habe ich mir gerade ausgedacht. Nee, ich habe die von so einem Ferrari einfach copy-pasted jetzt hier, scheißegal. Ich stelle jetzt trotzdem einfach mal auf die Ferrari-Werte. Vielleicht kommt ja da was Cooles bei raus. Vielleicht auch nicht. Ist ja auch egal. So, hier machen wir mal 3,5, 5,1. So, Differential machen wir hier 18, 43, 28, 70. Falls das irgendwie relativ gut fahren sollte, dann lade ich euch das auch von mir aus hoch. Könnt ihr dann finden, wenn ihr einfach meinen Namen eingibt, ne? Zocker 1304. 70% hinten müsste doch okay sein, ne? Leistung. Wir gucken erstmal, was kann man hier noch... oh, der Standardmotor ist... Warte mal. Da steht auch Supercharge. Der muss doch schon ein Turbo haben oder einen Kompressor. Er hat einen Kompressor. Wollen wir gar nicht gucken. Du kannst aber auf Turbo gehen. Ja, da hätte ich auch Bock drauf, sagst du, wie es ist. Also wir haben jetzt hier, ja, V8 haben wir am Anfang schon gesagt, ne, 5,2 Liter. Und wir haben jetzt hier Racing 7,5, 7,4 Liter V8 Twin Turbo. Mit entspannten 1700 PS, das hört sich ja ganz chillig an, ne. Ihr wollt auch wissen, was hier geht, ne.
Das wollt ihr doch bestimmt wissen. Also, wir machen jetzt, das ist der Standardmotor. Ich baue jetzt hier mal alles ein. Wir gucken mal, mit dem Standardmotor geht, okay? Wir kommen mit dem Standardmotor auf fast 1000 PS. Mit dem Auspuff auf fast tatsächlich 1000 PS. Der hört sich wirklich nach Raptor an. Also Standard gefällt mir am besten. Aber was ihr auch wissen wollt, ist, was die Kacke denn jetzt schaffen würde, wenn wir jetzt hier Chat Kompressor den Turbo reinnehmen in den Standardmotor, ne? Junge, was war das für ein geiler Sound? Moment. Ich liebe es. Jo, das macht gar nichts mehr, weil wir können nur noch Anti-Deck nehmen. Also ist trotzdem mehr, ne? 1080 PS. Aber jetzt gucke ich mal eben schnell, was hier der krasseste Motor ist. Ich vermute mal der hier hinten. Aber ich teste jetzt mal den Racing auch nochmal eben aus hier. Den Racing kriegst du auf 1400 PS. Das ist krass, aber nicht so krass. Deswegen gucken wir uns jetzt nochmal den letzten Motor an. Da kann man wahrscheinlich gar nichts mehr tun, aber mal schauen. Ne, kannst du noch Turbo machen und wahrscheinlich nur Anti-Lag, oder? Ja, scheiße. Ey, aber 1700 PS. Weißt du was, wir nehmen den, oder? Der klingt ja auch geil. Den nehmen wir. Oder sollen wir den mit Anti-Lag sogar nehmen? Ja komm, heute machen wir das mal hier. Scheiß drauf. Warum werde ich immer getrennt? Ich will mich nicht trennen. So, Leute, ich konnte mal wieder meine Finger nicht vom Editor lassen. Jetzt ist es natürlich voll scheiße, weil jetzt haben wir schon wieder 8 Uhr. Ja, ich bin so blöd, ne? Aber ich musste das machen. Wir haben jetzt hier nicht komplett schwarz, wie ihr seht, sondern wir haben sehr, sehr viel mit Carbon. Also hier Motorhaube ist ein bisschen geteilt mit Carbon, wie ihr sehen könnt, ne? Und dann haben wir hier schön das Seitenteil in Carbon. Auch hier, also die Felgen sind übrigens komplett schwarz, Bremse auch. Auch hier unten geht das Carbon ein bisschen weiter, wie ihr seht, so ein bisschen schwellermäßig. Und auch hier hinten, ja, da seht ihr hier, geht es mit Carbon weiter. Und das Dach ist auch Carbon, kann man aber jetzt nicht sehen, perfekt. Und auch hier hinten haben wir auch noch ein bisschen Carbon am Start, ne? So, so sieht's aus. Könnt ihr euch ja selber angucken, Folie ist hochgeladen. Gebt einfach bei Ersteller ein, Zocker 1304, wenn ihr Bock habt. Und jetzt will ich fahren. So, da steht da draußen der Eumel, der, ja, der sieht schon richtig krank aus, ne? Alter Verwalter. Guck mal, das Carbon ist auch so dezent, das fällt gar nicht so krass auf. Ne? Da muss schon echt genau hingucken. Aber genau das finde ich auch richtig geil, ne? Boah, das Feuerwerk hier, Junge. Ah, jetzt sehen wir auch mal den Tacho hier. Oh, ist aber sehr klein, ne? Aber Junge, der Sound von innen ist ja krank. Junge, wir haben ein Monster gebaut, Digga. Ich sagte so, wie es ist. Er sieht so gut aus in Schwarz, ne? Versuchen wir erstmal das Ding ein bisschen zu entspannt zu bewegen, ne? Ich hab's Getriebe nicht eingestellt. Warte mal, muss ich noch machen. So, jetzt. Er schaltet trotzdem sehr schnell hoch, ne? Also ich schalte es halt manuell, aber man merkt schon. Junge, die Klangkulisse ist ja komplett krank. Ich muss das mal ein bisschen lauter machen für euch noch hier, warte mal. Alter, wir haben hier Turbo, wir haben hier natürlich das Anti-Lag hinten. Aber das Anti-Lag ist anders als sonst, das gefällt mir echt gut. Und wir haben so einen richtig deepen V8 hier, Junge. Oh. Gott, der lenkt aber irgendwie ein bisschen nach, ey. Es ist ein bisschen schwammig irgendwie. Wir haben jetzt auch nur die Semi-Slicks drauf, ne? Keine Slicks. Oh. Na, guck mal. Da kommt der sogar ein bisschen quer. Aber der Sound ist krank. Alter, das knallt da hinten raus. Denk mal, die denken auch, wir machen irgendwelche Schießübungen hier. Und raus ist halt entspannt. Okay, wir gucken mal, wie der lossprintet in der Launch Control. Alter, wir haben Semi-Slicks und komplett Grip. Drin machen, Alter. Lol.
gedacht, dass er so viel Grip hat mit Semi-Slicks, ne? Ist ja voll krank. Warte mal, kann man damit den Drift ein bisschen? Boah, ich bin schon viel zu schnell reingegangen. Ist ohne Handbremse jetzt, ne? Wir haben ein gutes Drift-Auto gebaut. Irgendwie. Hä? Junge, was ist das denn? Was geht denn jetzt ab, Alter? 70% Hintenverteilung, habt ihr ja selber gesehen, ne? Fällt mir auch jetzt einfach die Worte. Keine Ahnung. LOL. Ich glaube, ich muss es doch für euch hochladen, oder? Das Lustige ist, man kann damit ja auch, glaube ich, wirklich ein Rennen fahren, weil wir haben Grip. Und ich habe es jetzt extra übersteuern lassen, ne? Wir gucken jetzt mal erstmal, wie schnell er ist. Und Fahrt. Wie geil, Mann. Ich kürze das mal für euch ein bisschen ab, ne? Oh. Oh, wir haben schon die 360. Die nächste Horizon Arcade-Veranstaltung beginnt jeden Moment. Nein, tust sie nicht. Piss dich. So, was geht noch? Alter, erstmal Slalom hier, Junge. Boah. 370? Boah. Ja, 73, Junge. Ey, 73 in dem Ding, ey, das will ich nicht unbedingt haben, ey. Aber komm, wir fahren mal ein Rennen. Und zwar ein Nachtrennen, damit wir nochmal schön die Lichter hier sehen können von dem Moped. Guck mal hier, vor uns fährt ein Bugatti, Junge, wir machen den gleich fertig. Guck mal hier, die lahme Krücke, Alter. Aber in den Kurven wird's, glaube ich, schwierig, oder? Ja, ich habe jetzt übrigens die Traktionskontrolle, wie ihr sehen könnt, mal ausgelassen, ne? Boah, du Kacke, Alter. Oh mein Gott. Es ist schon ein Schlachtschiff, ne? Das ist so. Aber wie schön der aussieht, Junge. Oh. Aber wie... Junge. Durch das Driften kannst du den so geil um die Kurve ballern. Guck mal. Und das ist tatsächlich auch ganz gut kontrollierbar, ne? Und wir sind einfach Erster, ne? LOL! Ey, voll das gute Auto, Junge! Was ist das Scheiß? Ich dachte, wir bauen irgend so eine Güllekarre, Alter. Der ist eigentlich voll gut. Der macht jetzt zwar nicht so viel Sinn, ne? Weil wir sind jetzt über die S2 gekommen. Und du müsstest gucken, dass du irgendwie ein paar Sachen änderst, dass du... Also wir sind jetzt bei 917. Wenn du den irgendwie 17 Stufen runterkriegst, hast du ein geiles S1-Auto. LOL! Was ist hier los, Alter? Guck mal, wie gut! Zwischendurch immer ein bisschen Maschinengewehr hier. Ohne Traktionskontrolle kann man gut fahren, Alter. Hier schön reindriften. Die kommen nicht mit. Also die kommen mit, aber die beholen mich nicht mehr, Alter. Also, lul. Ganz komisch hier heute. Oh, ein paar Palmen nehmen wir auch noch mit hier, ne? Dann hat der Förster weniger Arbeit. Wenn es hier sowas gibt in Mexiko. Offroad-Fähigkeit kurz testen. Ja. Es ist ein gutes Auto eigentlich. Nicht schlecht. Da kann man sich nicht beschweren. Also, da müsst ihr auf jeden Fall holen, den Wagen. Also, ihr müsst es ja nur abholen. Ihr müsst ja wie im Posteingang gucken. Das war's mit dem Video. Ich will jetzt, das ist jetzt sehr, sehr kurz, aber egal. Digga, es ist 8 Uhr. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll bis 10 Uhr. Wenn er ein bisschen später kommt, dann. Ihr wisst warum.
Scheiße, Digga. Warum habe ich denn auch die Folie? Ich hätte den einfach nur schwarz machen sollen. Scheiß drauf. Ich lade euch gleich das Setup noch hoch für das Leistungstuning, ne? Auch Zocker 1304 einfach eingeben dann bei Ersteller. Und ja, mal testen. Ist mega lustig. Mega lustig. Leute, wir sehen uns im nächsten Video und das ist schon am Dienstag. Nicht am Montag, am Dienstag. Es sei denn, Montag kann man den Mustang holen. Dann kommt Montag doch noch ein Video. Ja, wisst ihr Bescheid, Leute. Macht's gut. Ciao, 3-0 Zocker. Ciao, ciao. I'm gonna go get some more.